Glück auf, liebe Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Folge von Aus erster Quelle. Die Qualitäts- und Versorgungssicherheit mit Trinkwasser zählt zu den wichtigsten Aufgaben der Wasserwerke Westerzgebirge. Eine alleinige Modernisierung der Technik und Betriebsanlagen reicht jedoch zur Sicherstellung für die nächsten Generationen nicht aus. Einen wichtigen Teil der Gewährleistung tragen die Mitarbeiter und das Servicepersonal. In Schwarzenberg wird darum großer Wert auf die bedarfsgerechte Ausbildung von Lehrlingen gelegt. Die Wasserwerke Westerzgebirge führen traditionsgemäß zu Beginn des Herbstes ihre Informationsveranstaltung für zukünftige Auszubildende durch. Die Jugendlichen folgen der Einladung des Unternehmens zum Stammsitz in Schwarzenberg am Wasserwerk. Einige der Anwesenden hatten bereits im Vorfeld Praktikas in den Meisterbereichen der Wasserwerke absolviert und lauschten daher mit besonderem Interesse den Ausführungen von Norbert Konrad, Bereichsleiter Trinkwasser. Neben den Voraussetzungen handwerkliches Geschick und körperliche Belastbarkeit sind technisches Verständnis und naturwissenschaftliche Interessen für den zukünftigen Beruf eines Anlagenmechanikers gefragt. Die Ausbildungszeit ist unterschiedlich, je nachdem, was für eine Spezialausbildung gewählt wird. Sie dauert insgesamt zwischen 3 und 3,5 Jahren. Die jungen Leute werden im dualen System ausgebildet. Das heißt, es gibt eine theoretische Fachausbildung in der AVS GmbH, das ist unser Trägerbetrieb in Chemnitz, wo die schulischen und auch die handwerklichen Leistungen vermittelt werden. Und dann gibt es den Praxisport bei uns in der Firma, wo dann verschiedene Stützpunkte, auch Anlagen und technischen Leistungen dann in der Örtlichkeit vollzogen werden. Der spätere Einsatz der Auszubildenden in der Region ist sowohl in den Bereichen Trinkwasser und Abwasser möglich. Derzeit versorgen die Wasserwerke Westerzgebirge ihre gut 171.000 Abnehmer mit 4,71 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Allein das Rohrnetz der Hauptversorgungsleitung hat eine Länge von 1.150 Kilometer. Also auch zukünftig jede Menge Arbeit für die angehenden Anlagenmechaniker. Für Interessenten darf ich noch folgenden Hinweis geben. Die Bewerbungszeit läuft noch bis Ende Oktober. Weitere Informationen zum vorgestellten Beruf, aber auch zu anderen Ausbildungsangeboten der Wasserwerke Westerzgebirge können Sie im Internet abfragen unter www.wasserwerke.net. Ob von den Lehrlingen, die ab August 2010 ihre Ausbildung beginnen und voraussichtlich im Februar 2014 beenden, auch noch einige die Baumaßnahmen am Fernleitungssystem Auerring begleiten, ist im Moment noch nicht absehbar. Vorzeigbar ist aber der Bauvorschritt, den die Erneuerung der Trinkwasserdruckleitung vorweisen kann. Die Bauarbeiten für die Erneuerung des Fernleitungssystems Auerring schreiten im Bauabschnitt Albernau zügig voran. Etwa ein Drittel der insgesamt 21 Kilometer langen Trinkwasserdruckleitung ist bereits ausgetauscht. Mit der diesjährigen Zielvorgabe von 920 Metern liegen sie im Plan oder wie man eigentlich eher sagen müsste, voll im Graben. Die Wasserwerke Westerzgebirge finanzieren ab 2009 den Neubau aus Eigenmitteln und stemmen im Jahr durchschnittlich 500.000 Euro dafür. Über den kontinuierlichen Ausbau des Auerrings werden wir in unserer nächsten Folge berichten. Das war's für heute. Bis zur nächsten Ausgabe. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.